Als ich das erste Mal hier in Kefalonia war, mit Alexios, mit Cassandra, da war ich ein bisschen überfordert und deswegen heute für euch einige Tipps, die euch den Start, vor allem jetzt nach oder bei diesem kostenlosen Wochenende in Assassin's Creed Odyssey, definitiv erleichtern. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnarz und keine Ahnung, wenn du Fragen hast, dann frag doch einfach. Und ja, heute geht's um Tipps für Odyssey, eine Sache, die ich in meinem Leben erst ein, zweimal gemacht habe, Kappa. Nein, auf meinem Kanal findest du natürlich rund um Assassin's Creed alles. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht behandelt habe. Auf jeden Fall gibt es zu fast allem hier ein Video. Jetzt aber nochmal fokussiert auf Anfänger, die gerade in dieses Spiel hineinkommen. Ich krieg gelegentlich mal im Livestream die Frage, hey, ich fange gerade mit Odyssey an. Was sind ein oder zwei Tipps, die du mir auf jeden Fall mitgeben möchtest? Und so ein paar Sachen hätte ich damals sehr, 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 sehr gerne gewusst. Teilweise sind das kleine Banalitäten. Teilweise sind das super wichtige, essentielle Tipps, die du brauchst, um besser zu sein in diesem Spiel. Gut, viele von euch, die wollen das gar nicht. Die sagen, hey, ich zock einfach nur so vor mich hin und ich will das selber erleben. Das ist cool und das könnt ihr machen. Heute gibt es trotzdem ein paar Hinweise. So, Freunde, der erste Punkt ist recht wichtig. Deine Entscheidungen in Assassin's Creed Odyssey, die haben tatsächlich ein paar Entscheidungen. So, einmal kurz hier weggemetzelt, dass ich diese Soldaten hier einfach so random getötet habe. Das hat vielleicht jetzt keine wichtige Entscheidung herbeigeführt oder keine Folge. Ah, okay, ich habe eine neue Quest bekommen, die ich noch nicht hatte, obwohl ich hier schon auf diesem Spielstand 250 Stunden plus habe. Aber tatsächlich haben deine Entscheidungen hier Relevanz in dem Game, aber nicht so viel, wie sie haben könnten. Und direkt am Anfang, ganz am Anfang des Spiels triffst du eine Entscheidung, Banditen töten oder nicht töten. Und selbst das hat einen kleinen Impact. Überleg dir also, was du machst. Weiter geht's mit Hinweis Nummer 2. Übrigens, wer sich fragt, was ich für eine Skillung habe, Video habe ich Freitag hochgeladen. Das Video heißt Ezio Rüstung bekommen und Ezio Builds. Ganz am Anfang, da habt ihr hier die Möglichkeit, eines dieser drei Pferde auszuwählen. Und tatsächlich ist es egal, welches du nimmst. Es ist nur ein anderer Skin. Der beste Skin der Welt ist tatsächlich immer noch Wolle. Dieses wunderschöne Pferd. Weißt du Bescheid? Den gibt's übrigens im Shop. Ja, der dritte Tipp, den ich euch mit an die Hand geben möchte. Habt Spaß. Nein, das ist ein Schrotttipp. Niemand will so einen. Ja gut, dann runter hier und der geht um den Fallschaden. Ich erleide tatsächlich keinen Fallschaden mehr. Und das ist auch eine Frage, die ich recht oft kriege. Es geht um den Speer des Leonidas. Den findet ihr im Inventar bzw. im Fähigkeitstab. Links oben, Speer des Leonidas, kann auf Stufe 6 aufgewertet werden. Und dadurch kriegt ihr mehr Adrenalinsegmente, die ihr unten seht, für Fähigkeiten, mehr Fähigkeitenränge. Ihr könnt die dann auf die dritte Stufe hier aufwerten. Und ein weiteres Fähigkeitenrad, auch diese Skills hier unten, die leveln automatisch. Das Geilste ist natürlich der Todessprung und Stürze verursachen keinen Schaden. Immer wenn ich Origins jetzt spiele, dann sterbe ich. Tipp Nummer 4. Aus einem Sprung heraus kannst du ein Attentat vollführen und zwar ein AOE-Attentat. Am PC drückst du einfach Shift und Linksklick und schon machst du das. Okay, komm, machen wir nochmal. Runter da und draufgeklatscht. Roms. Easy Tipp, easy life. Nun okay, da wir hier für Anfänger sind, fangen wir mit den Basics an. Wenn du Pfeile herstellen möchtest, einfach auf den Köcher klicken. Irgendwann kannst du hier ein Autocraft für die Pfeile aktivieren. Dein Equipment, das ist am Anfang recht egal. Wichtig ist für dich nur zu wissen, höhere Items haben mehr und bessere Stats. Ich habe hier zum Beispiel plus 50% kritischen Schaden. Das wirst du auf einem Level 1 Item niemals haben. Du siehst diese kleinen Punkte neben dem Stat und die erhöhen sich immer weiter und irgendwann dann nicht mehr. Auf Stufe 99 nicht mehr. Was du allerdings wissen solltest, ist, dass episches Gear besser ist als normales legendäres. Das erscheint erstmal nicht so, aber tatsächlich kannst du hier brutale und phänomenale Eigenschaften auf deinem epischen Gear haben. So zum Beispiel Kriegerschaden, 100% mehr kritischen Schaden und Chance auf kritische Treffer. Kritische Treffer machen normalerweise übrigens doppelten Schaden. Mit der Kombination 100% mehr kritischer Schaden bei voller Gesundheit machen sie aber nochmal mehr Schaden. Epische Items können also potenziell sehr viel besser sein. Dazu solltest du als Anfänger wissen, spiel immer das Equipment, was zu deiner Spielweise passt. Ja, also wenn du jetzt viel auf Attentate gehst, auf einen Heldenschlag gehst, dann spielst du Assassinenrüstung mit Assassinen-Perks. Bedeutet Attentatsschaden und so weiter. Wenn du jetzt sagst, spiel Jäger, weil Jäger ist die geilste Skillung der Welt, also viel mit dem Bogen rumschießt, dann gehst du auf Jägerschaden, Kopfschussschaden und sowas. Und gehst du gerne in den Nahkampf als Krieger, dann wirst du selbstverständlich immer schön auf den Krieger- und Nahkampfschaden gehen. Gut zu wissen, oder? Tipp Nummer 6, der beste Anfänger-Perk. Die beste Fähigkeit ist zweite Luft, denn damit heilst du dich. Für Straftaten erhöht sich dein Kopfgeld hier in diesem Spiel. Bedeutet, du tötest zum Beispiel Leute und dann siehst du
rechts unten Mord, mein Kopfgeld wird erhöht. Dafür gehst du hier in den Söldner-Tab und dann siehst du die Söldner, ja, die jagen dich dann. Und du kannst die Söldnerränge nach oben bringen bis auf maximal Rang S4. Da kriegst du sogar nochmal 10% mehr aus irgendwelchen Aufträgen raus. Und du willst eigentlich immer ein hohes Kopfgeld haben, wisse aber, diese Kopfgeldjäger jagen dich, je mehr Kopfgeld eben auf deinen Kopf ausgesetzt ist, je mehr böse Sachen du machst. Und irgendwann werden sie dich wahrscheinlich töten, weil diese Gegner so mit die knackigsten überhaupt im Spiel sind. Die haben immer eigenartige, einzigartige Fähigkeiten und manche erleiden zum Beispiel kaum noch Fernkampfschaden, andere sind aber sehr anfällig zum Beispiel gegen einen Attentat. Ähnlich wie das Nemesis-System in Shadow of War, Mittelerde. Auch ein sehr, sehr geniales Spiel, was ich euch empfehlen kann, falls ihr euch gar nicht mehr für Odyssey interessiert, weil ihr sagt, hey, alter Schinken, ich will keinen Parma mehr, sondern jetzt den rohen gekochten. Moment mal, gekocht ist nicht roh. Weiter mit dem nächsten Tipp. Der nächste Tipp ist, hinten auf eurem Schiff ist eine Truhe. Ja, hinten hier lagern und dann kannst du da irgendwelchen Schrott einlagern. Zum Beispiel blaue Waffen. Blaue Waffen will niemand haben, aber ein paar kannst du tatsächlich nicht verkaufen und nicht kaputt machen. Und genau diese Sachen willst du natürlich hier einlagern. Am Anfang ist blau okay, ganz schnell nicht mehr. Eines der Hauptprobleme, das Anfänger immer haben, ist, dass sie zu wenig Holz besitzen. Und dazu kann ich nur sagen, ich habe dieses Problem nicht, weil immer wenn ich einen Baum sehe, dann nehme ich den mit. Für euch gibt das weniger Holz. Ich kriege jetzt 45, weil ich Level 99 bin. Aber ihr seht, die Bäume, die blinken und man geht dahin und sammelt den einfach auf. Und immer wenn man auf dem Weg zu einem anderen Ort ist, dann geht man vielleicht mal querfeldein durch die Gegend und sammelt diese Bäume. Generell kann ich euch nur empfehlen, die ganze Zeit mit der Aufheben-Taste gespammt, also beim PC ist das E, durch die Gegend zu reiten und so alles aufzuheben, was möglicherweise in der Nähe liegt, ohne wirklich darüber nachdenken zu müssen. Das wird irgendwann Muscle Memory, Muskelgedächtnis und ihr müsst euch gar nicht mehr darauf konzentrieren, das zu drücken, sondern konzentriert euch eher darauf, wo ihr lang reitet. Alternativ könnt ihr auch mit eurem Schiff andere Schiffe spalten, da durchrammen, aber das ist eher was für einen Seekampfguide. Schaut da gerne mal rein, habe ich glaube ich auch 2-3 hochgeladen. Hui! Nice. Manchmal seid ihr an Orten oder in Situationen, die euch gar nicht gefallen, in denen ihr zum Beispiel brennt. So wie ich jetzt. Dann drückt ihr einfach die Ausweichtaste lang und ihr macht eine Rolle und schon brennt ihr nicht mehr. So einfach ist der Bums. Ja, ich entzünde mich hier nochmal in der Lava und Ausweichtaste gedrückt halten und ich brenne nicht mehr. Es gibt auch eine kurze Ausweichrolle, die ist dann keine Rolle, sondern nur ein Ausweichen. Das sieht so aus. Das macht das Feuer nicht aus. Also einfach gedrückt halten ist übrigens auch der wichtigste Skill, den ihr entwickeln müsst, das Ausweichen zu perfektionieren. Ich höre immer wieder von Leuten, vor allem natürlich von Leuten, die neu im Spiel sind, yo, ich schaffe den Minotaurus nicht. Was kann ich denn machen, damit ich den schaffe? Und dann sage ich eigentlich immer nur, Ausweichtaste lang gedrückt halten. Und auf einmal schaffen die Leute die Bosse, die sie vorher nicht geschafft haben. Ist an vielen Stellen einer der besten Tipps, um gegnerische Angriffe zu dodgen. Ihr könnt sie auch parieren, am PC zum Beispiel mit der Taste Q, da macht Cassandra das geht auch. Und vor allem mit dem neuen Ezio-Set sehr belohnt. Machen wir weiter mit dem nächsten Hinweis. Und ich würde ihn euch gerne zeigen. Das Kultistenfenster aber, das ist ein zu brutaler Spoiler, deswegen mache ich das nicht. Kultisten jagen, das ist immer wieder Thema. Hinweis dazu, spielt einfach die Story durch. Macht die Story und irgendwann kommen die Kultisten von alleine. Und die, die nicht von alleine kommen, die könnt ihr dann später durch Ausschlussverfahren und durch Rätseln finden. Das ist recht leicht. Übrigens, mega geiler Stein hier. Ich liebe diese Isu-Steine, das sieht immer so nice aus. So, guck mal, ein schickes Schiff. Eigentlich wollte ich gar nicht da drauf, aber wenn wir schon mal hier sind? Nee, kein Schiffsguide. Speedleveln könnt ihr rechts unten in der Arena. Das ist recht simpel, sage ich eigentlich immer wieder mal. Einfach hinporten, die ist rechts unten auf Kreta. Und sobald ihr hier hin könnt, könnt ihr auch selber speedleveln. Hier seht ihr einmal den Chef der Arena. Und sobald ihr könnt, Claudios, König der Banditen, das ist der erste Boss, den einfach 1, 2, 3 Stunden lang machen. Und dann werdet ihr ganz schnell aufleveln. So kann ich bis zu 4 Millionen Erfahrungspunkte pro Stunde machen. Das ist auf meinem Level gar nicht mehr so viel, um ehrlich zu sein, aber auf eurem Level ist das verdammt viel. Einfache Taktik ist einfach die Gegner zusammenziehen und dann alle einfach einmal one-hitten. Gut, bei euch wird es jetzt wahrscheinlich nicht so aussehen am Anfang. Blöpp, klatsch, zack und roms. Easy kills. Am Ende kommt immer noch so ein Boss, den du killen musst. Tja, und danach gibt es eine fette Belohnung. 52.000 EP. Nicht die Welt wie eine Scheibe, aber schon recht viel. Kleiner Tipp, immer Waffenständer looten, wenn ihr sie seht, aber auch die Pfeilhalter. Aus Waffenständern kriegt ihr sehr viele Waffen raus und aus den Pfeilhaltern sehr viele Materialien und auch Pfeile, auch Spezialpfeile, die sehr teuer sind und sehr nützlich und nice. Viele von euch fragen sich natürlich, wie man die Spezialpfeile kriegt, die ich eben angesprochen habe. Und da fiel mir ein, hey, kann man bekommen,
Indem man sie craftet, ja, aber vorher muss man es erlernen. Erstens, Pfeilspitze durchskillen. So kriegst du fast alle Pfeile. Und den letzten, den gibt es hier auf dem ultimativen Battleground der kerenütischen Hirschkuh. Hier siehst du einige Hirsche und hier ist normalerweise auch ein Boss anwesend, der jetzt leider nicht mehr da ist, weil ich ihn schon getötet habe. Und tötest du diesen Boss, dann gibt es die stärksten Pfeile des Spiels. Die wechselst du übrigens am PC mit der Taste G durch und das ist der Todespfeil. Der fliegt dann etwas anders mit einem roten Schweif hinten dran. Fliegt schneller, macht mehr Schaden, ist nicer auch von der Niceigkeit her. Die Pfeile kannst du übrigens wieder aufsammeln, indem du über deine Opfer drüber trampelst. Blöpp! Und easy collected. Ja, Freunde, und ich glaube, ich könnte noch eine Tonne mehr Tipps geben, noch 30 Minuten mehr in diesem Video füllen mit irgendwelchen Hinweisen, aber tatsächlich bringt euch das vielleicht nicht unbedingt weiter. Ja, es gibt noch vieles zu sagen, aber an der Stelle muss dann, glaube ich, auch mal Schluss sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß da draußen mit dem Erkunden der griechischen Weiten. Es macht wirklich sehr viel Spaß, das Ganze zum ersten Mal zu sehen. Oh, da sehen wir ein Handelsschiff, was geentert wird. Ich finde, diese lebendige Spielwelt, die macht es dann teilweise wirklich aus. Übrigens, eines meiner liebsten Hobbys ist es, einfach auf feindliche Schiffe drauf zu schwimmen und die Besatzung zu killen, um das Ganze nicht mit dem eigenen Schiff zu machen. Schwimmen wir mal hin. Vielleicht haben wir Glück und schaffen das noch. Wer weiß. Sieht leider schlecht aus. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, wenn es wieder heißt Rambazamba in Griechenland. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so anziehend ausseht. Bis zum nächsten Mal, euer Fragner. Ach, und sehr, sehr gerne könnt ihr auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Bis später. Ciao, Leute. Ach, und übrigens, immer schön heißen Tee trinken. Das erfrischt und hält gesund. Aber gegen Corona hilft's nicht. Ciao, Leute. Anziehend aussehen. www.fragnard.shop. Auch du möchtest auf der Straße attraktiven Angebern gefallen? Dann kannst du bald anziehend aussehen. www.fragnard.shop. Anziehend aussehen.